Hey, yo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 3. Ich habe versehentlich auf Fortsetzen gedrückt statt auf, was war es, Spielen, deswegen ist er direkt in die Kampagne gestartet. Aber schauen wir mal, was sich da so tut. Wir sind an einem ziemlichen Wendepunkt in der Geschichte, weil ich nämlich zum ersten Mal wirklich absolut keine Ahnung habe, was ich als nächstes machen soll. Also ich habe so, das ist ja auch egal. Ablehnen, ausheben, ne. Genau. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. Aktuell. Ich habe volle Domänenschwelle erreicht. Ich könnte zwar Kriege machen, ja. Aber, puh. Ich könnte mir natürlich das Herzogtum hier holen. Ne, von Ostfranken. Und von Westfranken, wenn ich das eingliedere, das wäre sicher nicht schlecht. Die Frage ist halt nur, was dann? Aber irgendwie sowas wird das wohl werden, weil ganz im Ernst, es gibt sonst nichts groß zu tun. Ich will immer noch das Königreich von Bayern weghauen, damit es mir gehört. Aber da haben wir gerade einen Waffenstillstand. Ich glaube, da habe ich keinen Kriegsgrund. Da hätte ich einen ums Herzogtum. Ja. Ist die jetzt katholisch? Nee, katharisch. Erbe ist auch katharisch. Habe ich nicht gerade Frieden? Nö, die sind verbündet. Ich habe da erst irgendwo Stress gemacht, deswegen, aber. Weiß nicht, wieso kann ich jetzt der keinen Dingskrieg. Na gut. Schauen wir mal. Also, ne, Kriege sind halt so Kriege. Ich könnte Zahlungen verlangen. Ein Huni, statt 200, schauen wir mal. Titel ist egal, das ist egal. So, Lösegeld. Der kann sich die immer noch nicht leisten. Wie alt ist die denn? 18, ja dann. Ja, muss er warten. Ne? Auch Pech. Da wäre schon Huni, aber nee. Nö, 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 nö. Da wäre noch mein 100er, aber. Ich habe kein Problem mit 20, 30 Gold weniger, das geht. Aber alles andere ist halt, sehe ich nicht ein. Genauso wie hier. Da soll sie halt Geld machen, ne? So, verliert Land. Darum muss ich mich halt dann kümmern, wenn es soweit ist. Der verliert Rothenburg. Ah ja, das alles geht weg, weil das ist der Lehnsherr von dem. Was halt auch dumm ist. Der hat hier zwei Titel. Ja, mit dem wollte ich ja mich verbünden, aber das ging nicht. Leider, ne? Das ging ja leider nicht. Das heißt, oh, das würde jetzt gehen. Aber es gibt kein Bündnis. Nee. Das gibt leider kein Bündnis. Warum nicht? Ah, der ist schon verlobt, ne? Wieso gibt denn das kein Bündnis? Das ist halt schade. Also da Bündnis, das wäre schon cool gewesen. Die ist Wohlgestalt, okay. Und er ist robust. Ne, kerngesund. Das wäre schon nice, aber dass das kein Bündnis gibt, ist seltsam. Weil normalerweise müsste das ein Bündnis geben. Tut's aber nicht. Aber der ist halt stark, ne? Mit 7000 Truppen muss ich aufpassen. Aber wenn hier das Rotenburg rausfliegt,
Das können sie halt voll vergessen. Warum ist der eigentlich? Ach so, weil dem das da unten gehört wahrscheinlich. Westfranken, ja, genau. Das Ding ist, es bringt halt nichts. Warte mal, wenn der das erbt. Der ist halt schon alt. Weil Rotenburg hier. Ja, das ist Haus Falkenstein. Und der ist aus Haus Karling. Genau. War wohl. Warte, ist dieser? Nee, der Graf Haramer. Ach, warte mal, vielleicht kriegen die ja noch. Wie stehen die denn zu Graf Tassilo? Die hat Kinder. Haupterbe ist die Gräfin. Das ist ein Zwerg oder Kleinwüchsiger oder wie heißt das hier? Zwerg, ja. Das ist sehr verwirrend. Ich denke mir halt, wenn die noch ein Kind kriegen, weil der ist 18 und der ist 16. So, die sind verbündet, also die sind verheiratet. Wenn die ein Kind kriegen, müsste das doch das Erbe sein und nicht der da, der halt nichts mit denen zu tun hat. Der ist nur das Oberhaupt. Weil die noch kein Kind haben. Kann ich mir den Dynastiebaum mal anschauen? Wo ist denn der? Uff, ich finde noch gar nicht. Nee. Wow, ist aber ein großes Dynastie-Ding. Holy moly. Wow. Okay. Ja gut, muss man mal abwarten. Vielleicht kriegen die ja noch ein Kind und dann. Dann geht das schon. So, ich könnte um. Genau, ich könnte um das gesamte Herzogtum einen Krieg machen. Dann euch werden sämtliche Titel im Reich von Graf Sieghart gehören. Ja, aber wenn ich um das Herzogtum kämpfe, das bringt ja nichts. So. Die Teil von Herzogtum Ostfranken sind. Ja, so rum, genau. Okay, aha. Also ich könnte mir eine Grafschaft holen. Ja. Und das war's. So. Ich könnte mir keine durchzusetzen Anspruch. So. Wenn ich mir das hole, das wäre halt da oben. Na? Aber eigentlich will ich eher lieber hier den Kram mir noch holen. Hier, Zollern, Bayern. Dass ich nicht so nach oben gehe. Okay. Graf Orton, das ist der Graf Orton von Coburg. Okay, was gehört dem alles? Dem gehört das, das und das. Nürnberg, Bamberg, Coburg. Okay. Gut. Das würde alles dann mir gehören. Diese drei Dinger. Ich glaube, ich muss halt wirklich hier diesen Schwachsinn Stück für Stück erobern, weil Ansprüche kann ich leider auch nicht stellen. Das ist zu weit weg. Westfranken. Ja, da kriege ich irgendwelche Ansprüche von irgendwelchen Leuten, aber das ist auch egal. Das ist wieder weit weg. Das ist auch egal. Das ist da drüben. Das wäre gar nicht so schlecht. Aber ich kriege natürlich wieder nur das, was ihr gehört. Und ihr gehört nur Breisgau, dann kann ich auch die Grafschaft selber nehmen. Ist aber stark. Ah, weil sie hier noch einen Verbündeten hat. Hä, warte. Was gehört mir? Nee, das doch. Würde der dann. Der gehört doch zu mir. Ja, hallo?
nicht der rechtmäßige Lehnsherr seid. Was fehlt denn noch? Will, dass der eigene Lehnsherr Königreich von Ostfranken hält. Ah. Okay, Königreich von Ostfranken. Das heißt, die will. De jure Teil von Kaiserreich. Frankfurt. Okay, ja, muss man mal gucken. Was gibt's denn sonst noch so zu tun? Das war das Breisgau-Dings, das war Großmähren. Das ist da oben, okay. Aber ich würde wieder nur bekommen, was er in Großmähren hat. Das ist nichts. Lol. Okay. Doch, das gehört ihm. Nö. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber da will ich gerade eh nicht expandieren. Naunberg? Das wäre noch interessant. Ah ne, ist es nicht. Dachte ich. Westfranken, Herzogtum, Königreich. Ja, aber ein ganzes Königreich zu annektieren ist halt schon heftig. So, Herzogtum von Tirol schaffen. Aber. Entschuldigung. Oh Mann. Wenn ich das mache, haben wir wieder das Problem. Erstens, dass das Tirol nicht ganz mir gehört. Zweitens, dass die dann unbedingt Tirol ganz haben wollen. Und ich will ja Innsbruck noch behalten wegen der Mine und dem ganzen Krams. Ne? Das ist das Ding. Vielleicht werde ich irgendwann mir mehrere Herzogtümer holen. Noch zusätzlich, ne, da unten und da oben. Aber eigentlich ist es eher nicht so klug. Ja, mal schauen. Ja, also das hier wegzuhauen wäre nice. Bayern wäre auch nice, aber da muss ich gerade noch warten. Da ist gerade noch Peacetime bis 71. Und dann ist halt die Frage, will ich wirklich ganz Bayern übernehmen? Oder will ich mir nicht hier gleich so ein ganz großes Glück? Aber ich glaube, das ist zu viel. Ich glaube, das ist zu ambitious. Ja, zu ambitioniert. Und da hoch will ich jetzt gerade gar nicht. Ich meine, das wäre easy, aber da wird man so oft überfallen und blablub. Ich glaube, mir hier das Zeug zu holen und hier so ein bisschen das Zeug zu holen, wär mit am besten. So, die wird nicht annehmen. Dabei wäre das eigentlich ziemlich cool. Aber für einen Huni will ich die jetzt auch nicht herholen. Bin erhaben. Das dauert noch. Ich könnte sie beeinflussen, aber das dauert wieder und macht mir wieder Anspannung. Nicht mehr Heirat arrangiere. Macht gar nichts. Nee. Vielleicht wird der Unterschied in der militärischen Stärke irgendwann noch höher. Das könnte sein. Müssen wir mal schauen. Wie genauso. Die würde das auch. Die wird nicht annehmen, weil anderer Glauben. Okay. Ja, auch nicht. Ein offenbartes Geheimnis. Oh Gott. Eine schändliche Wahrheit. Gräfin Adalgardes hat eine außereheliche Ehe mit einem Bürgermeister. Aha. Die soll das haben. Die mag mich. Und die ist gut. Ich verliere eine Hingabestufe. Ja, nee, das geht nicht. Sorry, dann tschüss. Mir fehlen die Worte. Noch eins. Nicht die Tochter der Person ist. Oh mein Gott, okay. Leute. Ja, uncool, aber so ist es halt. So. Nächster Verwaltungsvorzug. Der Lohn der Angst. Ich habe gerade keinen Schrecken mehr. Ich habe null Schrecken. Ja, dann bringt mir das auch nicht viel. Untertanerpressung. Ja. Ich meine, ich kann ja hier noch runtergehen. Titelverkauf. Ist auch interessant. So, Untertanerpressung. Das macht.
Untertan erpressen, so, ihr habt den Vorzug, es ist mein Domain. Ich sehe halt nicht, was das hier macht. Das ist das Ding. Also, das ist halt. Erpressen. Untertanerpressung. Bei dieser Entscheidung bekommt man verschiedene Gelegenheiten angeboten, um zusätzlich Gold zu verlangen, was jedoch immer einen Preis hat. Genau. Das ist das Ding. Ich würde es mir trotzdem mal anschauen. Weil. Gucken wir mal, was das macht. Einfach, ich habe es nie gemacht. Ausprobieren. So. Mächtige Vasallen. Meine Vasallen. Das ist mal eine Person mit üppigen Mitteln. Boah, geht so. Die mag mich ziemlich. Ich bin loyal, ich leiste meine Zahlungen und beharrt sie. Wie könnt ihr da noch mehr von mir verlangen? Okay, ich bekomme Schrecken. Ich bekomme 500 Gold. Und sie erhält minus 40 Meinung. Sie ist mächtiger Vasall. Aber eifrig und empathiker. Okay. Uff. Ja, nö, warum nicht? Also, ne, dann ist halt bei minus 32. Ist jetzt nicht so schlimm. Geht schon. Wenn sie mich wirklich mag, hallo? Ist in Ordnung. Mein Druckmittel ist verfallen. So, kann ich noch irgendwo irgendwas bauen? Ingolstadt. Könnte ich, wenn ich die Burs hätte? Da geht nix, da geht nix. Ich habe Antrittsplätze entdeckt. Antrittsplätze. Ich habe königliches Vorrecht. Was ist Antrittsplätze? Ist es da hinten irgendwas? Hier. Größe von Kriegsvolkregimenten. Nice. Dann mache ich jetzt, also Onaga habe ich schon. Ich hätte gern noch. Reiterei wäre gut, aber ich habe gepanzertes Kriegsvolk. Ich habe leicht, Bogen und gepanzert. Dann hole ich mir jetzt noch Reiter. Zack. Und die Reiter werden gleich auf. Okay, das geht ordentlich aufs Geld, aber holy moly, ist das nice. Jetzt mach mal, jetzt mach mal Truppen. Okay, das ist gut, gut. Kann Onaga rekrutieren, okay. So, wir haben es geschafft. Freunde, wir sind königliches Vorrecht. Dann hätte ich jetzt gern die Festungsmauern und danach die Burs. Das dauert jetzt natürlich noch 33 Jahre. Er ist beeinflusst, er hält Meinung von mir. Ich würde immer noch gerne. Ja, könnte ich machen, aber geht halt nicht. Und eine Heirat arrangieren ist halt auch irgendwie. Es macht halt kein Bündnis, ne? Habe ich nicht eine Tochter oder irgend sowas? Ne. Okay. Na gut, das war das. Okay, also dieses Herzogtum muss ich mir jetzt Stück für Stück holen. Das heißt, bei Nürnberg würde ich jetzt gucken, wie kann ich ihm etwas wegnehmen. Der hat diese drei Titel. Das heißt, um das Herzogtum herum. Weil so kriege ich nur eine Grafschaft, ne? Genau. Zack. Dann hole ich mir jetzt hier Glaubenskrieg technisch ganz easy. Grafschaftszeugs. Gibt es irgendeinen Bumsvasallen und der freut sich dann. So. Ah, das kostet schon alles gut Geld. Hausmitglieder rufen. Ja, wieso nicht? Könnt mitmachen. Vertrauen. Jesus möchte sein. Der Name, ey. Aber er wurde mir vorgeschlagen. Solange nur noch eins, ein Steckenpferd. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm seinen Wunsch in 3 Monaten erfüllen werde, wenn er sich auf sein Studium konzentriert. Seit diesem Versprechen steckt er sich doppelt so hart an. Treuherzig. Ja, das ist gut bei ihm. Mit Diplomatie und so. Ja. Mach das mal, Jesus. Mein treuer Vater, natürlich werde ich euch unterstützen. Ja, easy. Vater, krass. Und Onkel, ja. Gut. Ich kann wieder um Geld bitten. Klar, gib her.
Ich könnte einen Vormund vorweisen. Es ist ein Prinz. Ich selber gehe nicht, ne? Summe aller Werte? Nein. Was könnte er denn brauchen? Jemanden mit Diplomatie. Warte, er ist ein Sohn. Aber nicht mein Erbe. Mein Erbe ist Josef. Okay. Ja. Ja, dann wirst du jetzt von einem Ritter unterrichtet. So, was kann ich noch machen? Lösegeld. Ich könnte Hedwig einkerkern. Die mag mich ein bisschen. Ist ein Höfling. Hat Ansprüche. Ist ein Höfling, hat Ansprüche. Ja, aber wenn sie böse ist, dann kommt sie in den Knast. So. Das möchte ich nicht. Das gucke ich mal an. Kontrolle in Gemeinden Innsbruck. Das wird aber, oder? Ja, 03, das dauert noch ein bisschen. Ravensburg. Ja. Ravensburg, das ist doch ewig weit weg da unten. Ja, weil ich das erst kürzlich übernommen habe. Wieso eigentlich? Weiß ich gar nicht. Weil es ausgebaut war? Ravensburg könnte ich abtreten. Tatsächlich. Also, wenn ich irgendwo eine Grafschaft finde, die besser ist, könnte ich Ravensburg abtreten. Na? Muss man mal schauen. So. Ich habe eure Notlage bedacht. Dankeschön. Wurde festgesetzt. Auf ihr Schicksal. Ja, das gefällt ihr nicht. Foltern gibt Schrecken. Kostet Frömmigkeit. Ich könnte ein Geheimnis entdecken. Ja, zwei Titel. Da oben. Okay. Gut. Ja. Ja, die ist halt jetzt erstmal festgesetzt. So, Fränkische Kompanie. Hey, wow, wait. Das sind ja. Fränkische Kompanie ist doch ein Söldnertrupp, oder? Ist es nicht immer so? Fränkische Kompanie ist ein Söldnertrupp, krass. Okay, Richardes soll ermordet werden. Mein Ratspitzel ist mir Neuigkeit zugekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet Komplott, um Richardes, einen gefangenen Gast zu ermorden. Ja gut, das ist wieder. Warte mal. Wieso darf ich nicht? Okay. Ich könnte hier ein paar Truppen da lassen. Zum Beispiel 1000 Aufgebote. So. Sollte reichen. Hier geht's weiter. So. Okay, der haut ab. Dann gehen wir jetzt. Dann geht ihr aber da lang. Weil wenn ich hier einmal um den Pudding rumlaufe, dann muss ich das ordentlich gescheit machen. Sonst ist das nichts. Mit Entschlossenheit. Ehrgeizig könnte er werden, das ist sehr stark. Ich nahm Josef mit nach draußen, damit er mit dem Bogen spielen kann. Ach, das Bogengespiel. Ja, ehrgeizig. Ehrgeizig ist stark. Gefällt mir. Ist da jetzt hinterher. Ich verscheuche den. So. Die Schlacht ist ausgeglichen. Das halte ich für ein Gerücht. Ich meine, Bergverteidigung und Verteidigung an der Front. Ja, okay, nee, dann warten wir. Dann warten. Oh. Kann ich das echt nicht mal abbrechen? Na gut, dann kämpfen wir jetzt an der Furt. Das ist natürlich schlecht für mich. Ich krieg zwar nochmal Verstärkungen, aber das war nicht so gut. Da muss ich besser aufpassen. Es wird persönlich. In den letzten Briefen brachte König Orson von Westfalen das Bedürfnis zur Sprache, dass wir uns doch mehr auf seine Ambitionen und Interessen konzentrieren sollen. So. Er ist ein kühner Lakai.
ein Logistiker. Er ist gut im Regieren. Er ist auch recht gemein hier gebildet. Aber ich würde sagen, dann halt das Regieren. Bayerisch in Ansbach. Das ist schön. Dann könntest du ja jetzt dich wieder ums Gold kümmern. Genau. Okay, also wir scheinen das zu gewinnen, aber Verteidigung einer Furt und Dings ist gefährlich. Das wird persönlich. Unterhalten wir uns doch ausführlicher. Perfekt, das hat ihm gefallen. Sehr schön. Okay, also wir gewinnen das relativ safe. Okay, wir haben 17 Ritter. Das ist eine Menge. Wie komme ich denn auf 17 Ritter? Spannend. Okay. Also hier laufen Truppen rum, hier wird rumgebumselt und rumgekämpft. Das kann ich belagern. Ich würde tatsächlich nochmal eine Armee abtrennen. Fußvolk und nochmal ein paar Aufgebote. Einfach damit ich sicher sein kann, dass da oben ich nicht überfallen werde und plötzlich wegsterbe. Das wäre sehr traurig. Das muss nämlich nicht sein. So, dann kann ich hier eine Belagerungstruppe zurücklassen. Und der Rest geht dort hoch. Easy. So. Das könnte ich mal machen. Wieso auch nicht? Die kann man zusammenführen. Und das macht der. Befehlshaber ist ja okay. So, ich habe nochmal geguckt. Bei meinen Rittern ist jetzt Vasall und Ritter. Ja, Vasallen ist okay. Nur Ratsmitglieder nicht. Genau. Der wäre ein guter Kämpfer. Der Philipp. Aber der ist auch ein guter Kriegsführer. Der muss nicht mehr kämpfen. Gast. 12. Puff, ja, 15. Rekrutiert Allele, Anspannung. Ja, das geht schon. Kann ich wieder Ritter holen? Noch nicht. Okay. So, hier könnte ich jetzt stürmen, aber das wäre kein gutes Manöver. Vermute ich. Hier kommen Verbündete, das ist sehr schön. Ja. Besseres Belagerungskriegsvolk hinzufügen, damit es schneller geht. Ah, ist gut. Gefangene genommen, blablablub, bum bum bum, so. Der macht da oben recht schnell ein Zeugskrams. Dann gehen wir nochmal da hoch. Kommt's mal mit, da gehen wir jetzt hoch. Das sollten wir ja gewinnen können. Ja, easy. So, er haut ab, mal wieder. Dann verfolgen wir ihn. Nee, warte, diesmal gehe ich andersrum. Diesmal gehe ich andersrum. So, das haben wir eingenommen. Sehr schön. 42%. Krieg läuft. So, jetzt haut er wieder ab. Kann er auch wieder machen. Dann gehen wir wieder andersrum. So, ich kann ihn jetzt wegscheuchen. Ist auch nicht schlecht. Und gut ist, ne? Belagerung gewonnen. So, dann gehst du jetzt da runter. Und sobald die da sind, fange ich an zu stürmen und dann ist es vorbei. So. Genau, die kommen jetzt dahin. Aber nicht mehr rechtzeitig. Ich bin halt einfach stärker. Ist halt einfach so. So, Krieg, Ende, danke. Boom. So, ich bin jetzt weit über der Schwelle. Das heißt, Nürnberg, Ansbach. Oh, Ansbach ist gut ausgerüstet, aber ist egal. Und Bamberg, die kommen jetzt weg. Weil ich habe schon Nördlingen, das ist eh besser. Ansbach ist gut ausgebaut. So, das vergebe ich jetzt alles an einen. Das kommt alles an einen Typen dran. Wer ist denn... der ist ein Ratsmarschall. Der ist, ja, der ist ein guter Verwalten. Der Ratsverwalter, Heribert. Der ist sogar schlau. Und der mag mich auch. Ich könnte es natürlich an jemanden geben, der mich nicht mag. Aber ganz im Ernst. Das ist ein Verwalter. Dann soll er sich doch mal hier ein bisschen drum kümmern. Nur die neuesten Titel. Das da und das da. So. Wird euer Vasall. Der Abzug ist weg. Boom. Gehört jetzt alles dir. Glückwunsch. So, ich würde gerne die Vasallenbande noch ein bisschen ändern.
Du bekommst garantierte Ratsrechte. Sind ab der Tyrannei, ja, das ist nicht so gut. Geld. Nee, Aufgebote sind gerade wichtiger als Geld. Weil er ist gut. Er ist mit 21. Bombengut. Zählt es nur für. Der Ratsposten kann nach Belieben eingesetzt werden. Der Vasall erhält besondere Rats. Der Vasall, okay. Okay, weißt du was? Das machen wir jetzt anders. Mein Ratsspitzel könnte mal gucken, ob ich. Genau. Ob ich von diesem Grafen ein Druckmittel bekomme und wenn ja, dann kann ich die Vasallenbande ändern, wie ich es für richtig halte. Das ist besser. Kriege später, später. Das ist egal, das ist egal. Gefangener. Oh, da kommt langsam Gold rein. Schaut mal. Oh, da nicht. Da schon. So, organisierter Dienst. Das ist schön. Das ist nichts wert. Das ist nichts wert. Ich wollte im Rat auch noch gucken. Aufgebot organisieren. Genau. Gut. Ja, so langsam kommt Gold rein, da nicht. Na warten wir noch. Okay, ein Auslösen. 55. Gräfin Andalberta. Andalberta. Dieses steht hier gar nirgends. Richardes von Steyr. Ah, Richardes soll ausgelöst. Ah, Richardes. Die ist 280 wert. Hallo? Wenn es euch wichtig ist, müsst ihr halt Geld scheffeln. Macht's mal was. Führt's Kriege. So, wieso wird jetzt hier die Armee von Naumberg greift Baronie von Eichstätt an? Eichstätt? Was hast denn du für ein Problem? Wem gehört denn das? Verteidigt gegen Herzog Sophia. Leute, hallo. Ich würde mir gerne das anschauen. Verteidigt gegen Herzog Sophia. Um Herzogtum Meißen. Weißt du, Sophia, das Ding ist, was kriegst du denn, wenn du sie erzwingst? Innerhalb des Zieltitels werden alle Titel von slowenischen Herrschern übernommen und alle katholischen Herrscher zu Vasallen von Herzog Sophia. Haus Kempten. Sie greift an. Und er verteidigt. Warte mal, warte mal, warte mal. Moment, Moment, Moment. Ah, okay. Ich dachte schon, ich verliere hier Landzeug. Aber nein. Okay, ich könnte natürlich. Nö. Nein. Nö. Nein. Nö. Das ist okay. Also, das könnt ihr ja machen. So, alle auflösen. Tschüss. Weil, ne? Wenn sie da oben kämpfen will, um was zu bekommen und das Land gibt. So ist in Ordnung, würde ich sagen. Nee, es ist nicht genug Geld. Leute, ihr müsst Geld machen. So, möchtest du jetzt da dazukommen? Nein, immer noch nicht. Ich meine, ich könnte mir für einen Huni. Ja, komm. So. Der hat meinen Vasall. Tschüss. Kann doch nicht so schwer sein. Die will nicht. Okay. So, Zollern wird mein Vasall. Ist auch lustig, wie kaputt das Herzogtum von Schwaben ist. Was gehört denn da alles dazu? Ist im Reich. Ja, aber welche. Also, es wäre mal interessant zu wissen, welche Titel sich da eigentlich verbergen. Weil im Augenblick, also das wäre normalerweise das Herzogtum von Schwaben. Aber jetzt sind halt Zollern. Das, 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 das.
Okay. Aber aktuell gehört auch Eichstätt und Blablub dazu. Und das ist halt seltsam. Ach nein, die hat doch Nordgau, deswegen. Ja, dann. Das ist aber komisch. 22? Ja, nein. Leute, macht Geld, dann können wir drüber reden. So. Ich verteidige. Die greift an. Und um was geht's? Vogtländische? Wieso verteidige? Das gehört mir doch gar nicht. Okay, es gab keinen Krieg und nix, sondern einfach nur. Boom. So, das ist eine lokale Armee. Wieso hat das jetzt günstig? Lol. Nee, warte, warte, warte. Halbieren, halbieren, halbieren. So, der eine geht dahin. Der andere geht dahin. Und der andere geht. Keine Ahnung, gibt's da schon nichts mehr. Lustig. Aha. Ja, dann bist du halt andersrum. Also, das muss mir mal einer erklären hier. Das ist ja mega strange. Geheimnis offenbart. Ungläubig. Gastgeber. Ich brauche halt von ihm ein Druckmittel, damit ich die Vasallenbande ändern kann. Bekanntschaft schließen. Jesus schien unser letztes Fest mal viel Freude bereitet zu haben. Er wird gesellig. Das ist stark. Das ist sehr stark. Gesellig ist stark. Wieso habe ich jetzt hier einen leeren Ratsposten? Die ist gestorben. Dann wird Herzog Albrecht, ein Ritter, jetzt das und da muss ich gucken. Herzog Albrecht. Ratskanzler. Nein. Genau. Hallo? Uff, kostet das viel Geld. Oh, ja gut, Festungsstufe 5 halt nun. Vielleicht nicht so klug gewesen, aber hey, whatever. So, ich erhalte Geld. Sie hat Zeugs eingesetzt. Boom. Tschüss. So, jetzt bin ich tot. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Jetzt muss ich lange warten, bis meine Armeen wieder auf Vordermann sind. Aber das ist in Ordnung. Das ist okay. Er ist nicht beeinflusst. Ich brauche ihn auch nicht weiter beeinflussen. Er ist bei 100%. Das passt. Ja. So. Bei dem habe ich ein krasses Druckmittel. Wo ist denn der? Da hinten. Aber das war dieses, wo ich nicht weiß, ne? Starkes Druckmittel, versuchter Mord. Aber ich kann es nicht. Und er hat noch eine Affäre. Wow. Ungläubig, ja. Schauen wir mal. So, ich kann da nichts machen, deswegen, ich decke jetzt hier den. Kann ich nicht aufdecken. Könnte ich? Ich könnte die Affäre aufdecken. So. Da geht nichts. Okay, da geht nichts, da geht nichts. Aufdecken. Auch egal, so. Ja, schade, also an seinem Hof ist nice, ich hätte gern, aber ich glaube, das lasse ich, was soll's. Übrigens, oh, das ist wichtig. Aber da sollte ich warten, bis ich Truppen habe. So,
So, stör mal bitte. Andere Komplotte. Der macht Aufgebote. Ja. So. Sobald ich wieder Truppen habe, kann ich endlich das hier machen. Nee, wieso kann ich alle aussehen? Nee, gut. Die direkte, die hohe Lehnsautorität. Herrscher können zwischen allen verfügbaren Nachfolgerechten wechseln. Vasallen können keinen Krieg gegen andere Vasallen führen, es sei denn, sie setzen ein Druckmittel ein. Titel können nicht vererbt werden, die nicht aus dem Reich stammen. Das ist wichtig. Genau, alle Vasallen, die sich einer Titel aberkennen oder einer Widersetzung gelten als Verbrecher. Dann kann ich freischalten und walten. Ja. Kostet was, ist aber gut. So. Direkte Vasallenmeinung minus 10. Ich sollte noch ein bisschen warten. Gesetze. Ich kann doch sicher Gesetze machen. Gesetze, Gesetze, Gesetze. Gesetze. Wahlen, männliches Vorrecht. Kann ich nicht machen. Wahl wäre okay, aber... Weil ich habe keine hohe Lehnsautorität und mehrere mächtige Vasallen, die mich nicht leiden können. So. Wer ist denn alles ein mächtiger Vasall? Feudal. Der ist mächtig und mag mich nicht. Aber der kann halt nichts. Die ist mächtig und mag mich nicht. Kann halt nichts. Der ist gefangen. Pech gehabt. Okay. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. So, was hat's hier wieder? 102. Nee, Leute, ihr müsst schon Geld machen. Populisten, das ist egal. So, mit dem guten König. Ich könnte ihm den Krieg erklären. Klar. Aber ist nicht so gut. Ja, also. Na, das wäre ein bisschen heftig. So, er hat halt... Ach, die Prinzessin ist gestorben. Ja, schade. Schade. Uff, das hätte sogar gelingen können. Krass. Ja, aber der mag mich. Also den umzubringen bringt mir gar nichts. Und hier drüben ist halt... Wir haben eine Königin. Das war's. Der Hubert wird Dings. Der ist verlobt. Ja, Glückwunsch. Aber ganz im Ernst. Sobald ich da Krieg führen kann, werde ich das machen. Dann gehört Königreich von Bayern. Dann schaue ich mal. So, und sobald ich dann irgendwann Großreich machen kann, geht's damit weiter. Ich glaube nicht, dass ich heute eine sehr lange Aufnahme mache. Ich meine, wir werden sehen. Aber generell ist es doch eher ein bisschen unwahrscheinlich, würde ich sagen. Von dem her müssen wir mal gucken. So, jetzt haben wir hier einen skandalösen Priester. Auch nicht so toll. Ja, so, die katholische Welt war entsetzt zu erfahren. Das ist ausgerechnet der Papst. Aha, der Papst. Toll. Dabei ertappt wurde, wie er sich beim Luxemburg-Fest mal an frische Wachteln, Mandelalkanide, Feigen und Würzweine labte. Die übermäßige Völlerei des Festmanns wirft einen dunklen Schatten auf die Legitimität vom Priesterkönig. Ja, toll. Obgleich der Priester durchaus einmal zu Skandalen neigen, sind wir doch alle entsetzt darüber, dass das Oberhaupt unseres Glaubens derartige Verlockungen erliegt. Seine Vergehen verdammen. Oh. Nee. Acht Anspannung. Ja, Pech. Also, ne, Pech. So, kann ich hier noch weitermachen? Ich könnte mir die Grafschaft holen. Aber das sollte ich noch warten. So, ja. Schwarzbar-Bergbausiedlung in Innsbruck. Gebaut. Gut, da können wir weiterbauen. Hügelfestung, die ist auch nice. Ich kann doch in Innsbruck... Ah ne, hier wird schon. Hier ist schon. Okay. Ravensburg ist auch fertig. Halt, hier geht's weiter.
Augsburg ist fertig. München ist soweit durch. Ja, das kann der selber bauen. Ansbach. Weiter. Immer schön weiterbauen. Ne? Keine Chance verpassen. Um gut zu bauen. Da oben Goslar ist auch schon lang fertig. Das gebe ich nicht her. 10. Das ist halt jetzt gerade ein Drittel meines gesamten Einkommens. Das werde ich nie hergeben. Kunst der Schlichtung. Oh Gott. Als mich die lauten Stimmen einmal mehr erreichen, muss ich dem Verlangen widerstehen, einfach wegzugehen. Oh mein Gott. Ständig zanken meine Vasallen. Ja, das ist halt so, ne? Graf Malo Baudes und Bürgermeister Rudolf. Es bringt mich noch um den Verstand. Ich muss etwas tun. Ich könnte die Situation entweder nutzen, um meine Fähigkeiten in der Kunst der Schlichtung zu üben, oder um sie belauschen. Oder sie belauschen und einen von ihnen mein Mitgefühl auszudrücken. Aha. Das gibt Anspannung. Verwaltungslebenswandel, aber mögliche Ereignisse. Der mag mich nicht, der mag mich. Dann mache ich jetzt Graf Malo Beudes. Okay, gut. Da schlicht ich dann. Ich bin halt schüchtern. Schüchtern ist doof. Schüchtern ist immer doof. So, noch nicht. Oh Gott. Nee. 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 Leute. So, endlich finde ich Frieden. Tschüss. Festmahl. Das ist immer lustig, aber gerade nicht. Verbrecher können eingekerkert werden. Hey, die war doch mein Ratsspitzel mal, oder? Ja, war sie mal. Aber sie ist eine Verbrecherin. Ja, aber das ist gefährlich. Also so jemanden einzusperren, die ist gesund. Die ist sehr klug im Ränkespiel. Das ist gefährlich. Okay. Die da ist alt. Unwahrscheinlich, dass es gelingt. Schon wieder ein offenbartes Geheimnis. Vorzüge verfügbar. Ja, dann gib mal. Ja, nö, davon habe ich gar nichts. Obwohl es keine Möglichkeit gibt, dies unanfechtbar, hat Gräfin von Epeiros Beweise, dass Josef nicht Sohn ist. Hallo? Jetzt hat er schon wieder umstrittene Abstammung. Toll. Wieso sollte sie eigentlich mit diesem Blödhampel zu tun haben? Also ist halt. Sie ist ein Verbrecher. Eigentlich müsste ich sie einsperren. Die macht nur Scheiße. Also die ist schon schlau und so schlau ist sie dann doch wieder nicht, ne? Das ist halt schon schlimm. Nächst dem Bums kriegt er jetzt minus 1 und Hausmeinung minus 10. Das ist halt schlecht. Habe ich einen besseren Erben? Ganz im Ernst. Jesus. Na gut, Jesus ist halt. Ja, Jesus ist besser. Nicht in Diplomatie, aber sonst insgesamt in allem. Kann ich ihn? Ich kann ihn nicht enterben.
Weil, also, ne, ist halt nicht mein Sohn. Umstrittene Abstammung. Ich wollte, ja gut, aber ich wollte züchten. Ich wollte züchten. Genie, aber sie sind Bastard. Dynastie. Ist halt auch. Boah. Er ist halt ehrgeizig, tapfer und fleißig, was eigentlich nicht schlecht ist. Aber die Werte sind garbage. Da ist halt Jesus einfach besser. Der ist reizend, gefühllos, nachsichtig. Und er ist halt arrogant, aber auch treuherzig und gesellig. Gesellig ist so gut. Er ist ein gieriger Abenteurer. Er ist ein mitfühlender Spieler. Das ist schon nicht schlimm. Das kostet Stuff und es kostet mich Bekanntheit. Schade, dass da jetzt nicht steht, wer übernimmt. Ob es dann Jesus oder Ernst ist. Weil er ist halt. Er ist gesellig, treuherzig. Er kann nicht gut kämpfen. Und er ist nicht gut im Ränkespiel, aber ansonsten ist er richtig, richtig toll. Ich verliere an Bekanntheit. Na gut, aber. Wenn ich sie einsperre, dann wird sie mir nicht mehr helfen können. Das reicht zwar halt. Das ist halt dumm. So. Ihr könnt euch den ganzen Scheiß nicht leisten. So. Das könnte ich machen. Ihn enterben, das Verlöbnis brechen und dann. Scheiß drauf. Jesus wird neuer Erbe. So. Dann. Verlöbnis brechen. Tschüss. So. Für Jesus einen Partner suchen. Vererblich. So. Wird annehmen. Und wir kriegen ein Bündnis. Moderat, aber das geht. Weil sonst gibt es halt noch, ich meine, fruchtbar. Wie ist fruchtbar und schlau? Hm. Wer ist denn noch intelligent? Aber die sind alle zu alt. Ja, das ist eine Ausbildungseigenschaft. Die ist nicht vererbbar. Was gibt es denn sonst noch so für vererbbare Fähigkeiten? Mal vererbbar, fruchtbar, vererblich. Ja, das ist schon die beste. So. Ist natürlich doof, aber was willst du machen? So. Wilhelm. Tschüss. Man schläft nicht mit der Königin. Macht man einfach nicht. Das ist halt immer noch weit weg. Sorry. Obwohl, warte, warte, warte. Das ist ein Druckmittel. Wie alt ist der? 55, der lebt immer lang. Gib mir dein Geld. Die hat nur so ein kleines Bumsding. Der ist 300 wert. Das ist der Haupterbe. Den herzugeben wird du. Ja, die ist 16, die hat noch viel Zeit. Sehr viel Zeit. Was haben wir hier? 36, 19 hat auch Zeit. Das hat alles noch Zeit, ganz im Ernst. Vasall.
Naja, gut. Ratskanzler will seinen Ehepartner wieder draußen haben. Okay, gut. Ich bin ja nicht so, ne? Für meine Vasallen Gefangener. Aber für Feinde, Kriegsfeinde, da nicht. Ja, gut. Okay, komm. Das aber nicht. Nee. Nee. Verlöbnis, gut. Also ich muss mich ja nicht immer mit Peanuts zufrieden geben. So, der will Ratsposten. Gut, der kann sogar ein bisschen was. Der könnte tatsächlich ein bisschen was. Ne? Also der Graf Malodeus ist ein Patriarch. Fruchtbarkeit, er wäre nicht schlecht. Wenn ich das machen würde, würde er... Nee, doch, der verlangt einen Ratsposten. Das heißt, diese minus 40 würde weggehen. Ja. Ja, 18 zu 16 ist gar nicht so ein großer Unterschied. 16 ist auch gut und 18 ist auch... Ah, ist ausgezeichnet. Okay, never mind, dann nicht. Ein gutes Geschäft. So, jetzt kommen die ganzen Geschäfte. Geschäft, Geschäft, Geschäft. Mehr Geschäft, please. Ein gutes Geschäft, ein gutes Geschäft. Noch ein gutes Geschäft. Alles gute Geschäfte. Geschäft, Geschäft. Geschäft, Geschäft. Geschäft. So, da darf ich ja, glaube ich, nicht, oder? Doch. Das Ding ist im Herzogtum, ja. Aber dann machen wir das jetzt so. Die hat nicht viele Truppen, ich schon. So. Okay, das dauert jetzt ein bisschen, aber das machen wir jetzt. Dann hole ich mir das und dann wird das halt schon immer wieder. Ne? Das perfekte Geschenk. Nee, brauche ich nicht. Das brauche ich gerade nicht. Geplünderte Beute wieder beschafft. Ach, cool. Ha, nice. Das war ja glücklicher. Ne? So, wenn ich das mache. 100 noch was Verluste. Ja, komm. Bumm. Bumm. Dauert ein paar Tage und dann ist das Ding durch. So. Da oben hat er noch was. Können wir auch noch einnehmen. Josef wird erwachsen. Scharfsinniger Intellektueller. Wow! Nice. Nice, nice, nice. Ja, aber Jesus müsste doch auch bald fertig sein, oder? Er kann heiraten. Okay, dann pass mal auf. Du guter Junge. Hast umstrittene Abstimmung. Abstammung, bist enterbt. Ist halt so. Aber... Wegen mir kannst du gerne gucken, ob du jemanden findest, der zu dir passt. Oh, die ist gut. Die ist auch ein Genie. Er ist ja auch ehrgeizig und tapfer und fleißig. Die ist auch ehrgeizig. Das passt doch. Die ist vielleicht ein bisschen alt. Und es kostet dich viel Prestige, aber du hast vielleicht schöne viele Kinder. Versuch's mal. Ich meine, ich hätte auch nach dem Bündnis gucken können, aber ganz im Ernst, der ist enterbt. Der ist nichts wert. So. Meine Prinzessin, die hat einen Ehepartner, aber noch keinen guten. König Gundbert, was? Da war ein König Gundbert? Krass.
bin ich da hingekommen? Da war König Gunther irgendwie. Okay. Nein, 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 warte da. Bin ich König Gunther? Ich bin König Gunther. Ha! Okay, und dann habe ich noch Prinz Ernst. Für dich brauche ich einen bombengeilen Ehepartner. Jemanden in deinem Alter. Intelligent. Okay, gute Werte. Er ist Zwilling, er ist robust, ist auch vererblich, reizend, arrogant, gefühllos, nachsichtig. Die hat halt noch nichts. Das ist das Ding. Die ist schlau und fruchtbar und es wird ein Bündnis geben, aber nur so ein kleines. Oh, uff. Okay, die ist auch, die ist kerngesund und er ist robust, das ist aber noch ein bisschen besser. Italienisch, aber ist halt, naja, du kriegst halt dann irgendwann ein junges Ding, ne? Kerngesund und ein Bündnis mit 2000 Truppen, das gar nicht so weit weg ist. Bündnismacht, ne, nicht ran, hier. Ja, das ist die. Cool. Das ist doch schön. So, das gehört jetzt dann alles mir. Ausgezeichnet. Heiratet angenommen. Gut. Ich habe ein Bündnis geschmiedet. Perfekt. So. Verbündete. Krieg, Krieg. Wo hocken die denn? Da unten. Und da unten. Ja, gerne. Das schaffst du aber auch alleine. Obwohl, wahrscheinlich schafft das nicht alleine. Aber da will ich jetzt gar nicht runtergehen, da hatte ich recht gehabt. Ich mache hier mein eigenes Ding. Konstanze de irgendwas. Das ist was wert. Ha. Okay. Aber egal. Egal, egal, egal. Belagerung gewonnen. Damit sind wir hier durch. Forderung erzwingen. Dankeschön. So sei es. Gut. Würzburg. Kann ich vergeben. Auch wenn es ein großes Ding ist. Wer kriegt das? Ein Sohn? Weißt was? Wieso nicht? Er ist enterbt. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht irgendwas bekommen kann. Soll er sich mal beweisen? Soll er sich mal beweisen? So, ich kann jetzt wahrscheinlich keine Kriege mehr aus. Also selbst wenn ich die auflöse, was ich jetzt auch mache. Oh, wow, 10 Monate. 10 Monate ist lange. Ich kann halt jetzt keinen Krieg mehr machen, weil eure Armeen sind ausgekommen. So, wenn ich die jetzt auflöse... 9 Monate. Wenn ich die teile. Auch 9 Monate. 9 Monate, es ist ein Jahr. Ja, ist aber egal. Also ich weiß halt nicht, soll ich jetzt da noch runter marschieren? Oder nicht? Das ist halt ewig weit weg. Wisst ihr, das ist halt... Der greift an. Der selbst hat 1600 Truppen. Und die haben auch 1600. Ja, gut, die sind schon auch nicht angewiesen. Ne? Na gut, na gut, na gut, na gut. Komm. Ja, nicht verschiffen. Hallo, das kostet Geld. Laufen. Schön laufen. Schön laufen. Hier. So, irgendwas plupst auf. Ihr könnt die Bande von Prinz Josef ändern. Ah, ja, dann gib mir doch mal sein. So. Ostfranken könnte ich schaffen. Ah ja, ich könnte den Titel Ostfranken schaffen. Gehört zu Ostfranken auch Ansbach? Ja, dann nicht. Erstmal nicht, weil später kommt dann wieder,
Du hast zu viele Herzogtümer selber, das ist nicht gut. Und dann stehe ich wieder da. Und wenn ich dann den Titel erschaffen habe, das kostet Geld und Prestige, dann habe ich einen Titel, der macht dann wieder nichts, dann stresst der Titelinhaber wieder rum, weil ihm Ansbach und Nördlingen nicht gehört und und. Das muss nicht sein. Sehe ich gerade keinen Vorteil. Eine Jagd zu veranstalten, das hat Vorteile. So. Nope. Da warten wir noch. Nope. Boah, ja, aber das sind die Jungen, die haben noch Zeit. Das gibt irgendwann richtig Geld. Ein Vasall von mir. Der hat mit meiner Frau geschlafen. Wenn der raus will, muss er voll zahlen. Okay. Also, ne, sorry. Unhöflicher Vasall. Seht euch dieses widerwärtige Schwein von Albrecht an. Speit, Graf Malolos. Die beiden, ne? Schlimm. Oder waren das die überhaupt? Ich keine Ahnung. Ihr benehmt euch wie ein Kind, also werdet ihr auch wieder bestraft. Den Gürtel geschmeckt. Wow. Vasall. Und Ratskanzler. Der ist jung. Und der macht da bla bla bla. Mittler. Anspannung. Uff, ne. Graf mal Albrecht. Nee. Ist ein wichtiger Vasall. Ja, aber wenn er scheiße ist, ist er scheiße. Sie ist nochmal schwanger geworden. Uff. Aber wahrscheinlich wieder nicht von mir, weil. Lülülülülül. Der König ist nicht gut genug. Bin ja bloß voll geil und so, ne? Okay. So, da können wir angreifen, glaube ich. Und da unten können wir irgendwo angreifen, glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß es gerade, ehrlich gesagt, nicht. So, das kann ich konterbelagern. Das wird konterbelagert. Oh, da hat es eine Armee, die kann ich angreifen. Oh, nee, 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 dann nicht. Obwohl, ich kann sie verfolgen, ist gar nicht so schlecht. Verfolgen sie mal. Na los. Der hat Hügelverteidigung. Warum? Weil er früher ankommt, oder? 12 Tage, 13 Tage, 14 Tage. Ja, so ein Mist. Ich kann da hochgehen. Ah, ne, jetzt geht er da hin. Okay. Dauert ein bisschen, ne? Jetzt halt nur sowas. Eine Furt könnte ich verteidigen. Hat sie irgendwo eine Furt? Ich sehe keine Flüsse, aber. Komplott bei Hofe. Mein Ratsspitzel kommt zu mir. Meine Bekanntschaft Jutta will ein Komplott und zwar den Gast Richardes ermorden. Jutta. Sie ist ein Gast. Ein klumpfüßiger Gast. Ja, dann, tschüss. Also, nur ganz einfach. So, hier habe ich doch jetzt irgendeinen Vorteil, oder? Hügel. Hügel ist gut. Mein Sohn, ja, natürlich. Jordan? Nikolas. Nikolas ist ein schöner Name. So, okay. Wird wahrscheinlich wieder mal nicht mein Sohn sein, sondern irgendein Bumskopf, aber was willst du? So. Wir laufen jetzt da noch hin und gut ist. Wärst du wohl so gütig, endlich hier zu sagen, okay, Ende. 12 gegen 17 schaut nicht gut aus. So sein. Ende. Alle auflösen. Tschüss. So, Cousine freigelassen. Cool. Gut, dieses Ding möchte ich auch noch haben. Aber
Aber. Meine Truppen auszuheben würde dauern. Wie lange? Kann ich das nicht gucken? Wo ist mein... Da oben. Okay, dauert nicht so lang. Große Reichtum. Meine Schatzkammer quillt über vor Gold. Das stimmt. Und Silber und alle Ausgaben sind gedeckt. Aufgrund meines Status wird von mir erwartet, dass ich einen Künstler oder Gelehrten unterstütze. Wie es der Zufall so will, sind gerade drei mögliche Kandidaten in Zion eingetroffen. Aber beeindruckt mich einer von ihnen. Ist nicht sehr gebildet. Der ist sehr gebildet. Er ist auch gescheit. Und ein Denker. Hugbert. Ist ein rachsüchtiger Rohling. Sie ist ein vernünftiger Streithammel, wie auch immer. Und das ist ein gieriger Eiferer. Okay, der auf keinen Fall. Der ist eigenwillig. Das ist schon mal nicht so gut. Makellose Gärten. Religiöse Kunst. Okay. Prestige. Hugbert. Bildung und Entwicklungszuwachs. Das ist stark. Genau. Die Entdeckung von Hugbert. Der macht es jetzt. Ist okay, das Gold, das passt schon. Das Schöne ist halt, irgendwo hier. Ich kann ein Bündnis mit ihm aushandeln. Ja, komm, gib her. Ich kann die da rechtmäßig einkerkern. Wird nicht annehmen. Wer ist das? Höfling, Kanix von Graf Aldarwin. Soll sie auf die Flucht gehen? Ist mir egal. Ups! Oh nein! Das kann weg. Das kann weg. Okay. Der ist jetzt auch ausgezeichnet. Es tut. Boah, abtrünnig, Verräter. So. Es tut mir natürlich leid, aber das macht einfach Sinn. Warte, warte, Herzog Albrecht ist auch ein mächtiger Vasall. Ja, dann. Ich habe halt viele mächtige Vasallen, ne? Graf Heribert, da gibt es keinen besseren. Kann ich voll vergessen. So, Herzogin Sophia von Schwaben. Die ist wirklich stark. Aber sie kann halt nichts. Nee. Nee. Kann sich das Lösegeld nicht leisten. Wunderbare Neuigkeiten. Kann sich es nicht leisten, kann sich es nicht leisten, kann sich es nicht leisten. Der kann es sich bald leisten, aber der hat meine Frau geschwängert, angeblich. Oder nicht nur angeblich, deswegen, nö, nö. Festmahl, nein, ich werde Titel erben. Vierter, vierter, zweiter. Ja, das ist egal. Tschüss, tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, tschüss. Okay. Auslösen. Nein, wenn du dir das Geld nicht leisten kannst, in den Krieg rufen. Hundert Truppen, 700. Ja, kannst du machen, aber nochmal gehe ich da jetzt nicht runter. Stattdessen Krieg erklären, Grafschaft, gib her. So. Na, ein bisschen expandieren. Ach, nein, wenn ihr euch das Geld nicht leisten könnt, Pech. Der führt viele Kriege. Tausend und nochmal tausend. Was ist denn das für ein Kram? Verteidigend. Ja, dann, wenn du das verteidigst, dann. Ja, weißt du was? Dann machen wir jetzt hier. Aufgebote. 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 So. Die 2000, die gehen dahin. Obwohl, die geht jetzt erstmal dahin. So. Und die 7000, die gehen jetzt da runter. Bitteschön. So, ich will abhauen. Sehr schön. Kann er machen. Ist ja egal, ne?
Baronie von Würzburg, der Arme, der hat Stress. Ich könnte ihm ein bisschen unter die Arme greifen, aber... Na gut, bauen wir hier mal Höfe und Felder, ist ja mein Sohn. Na, enterbt, aber ich helfe ihm ein bisschen. Ist okay. So, das geht weg, das geht weg, das geht weg. Eure Schwester Adelheid ist verstorben. Das ist nicht gut. Ja, die war alt. Die war schon alt, gebrechlich und grau. So, ich wollte doch längst mal die Vasallenbande ändern. Gib her. Aufgebotsbeitrag wird höher. Jetzt bin ich bei 10.000 Truppen. Holy moly. Die Steuer steigt. Rip your moly. Herrscher können zwischen allen verfügbaren Nachfolgerechten wählen. Kann ich nicht. Weil ich die Primogenitur noch nicht erforscht habe. Spätmittelalter, das dauert noch. Und die sind alle dagegen. Ja, die würde ich dann alle mal umbringen müssen, ne? Aber okay. Männliches Vorrecht. Gleichberechtigt. Nur Männer. Nur Frauen. Na gut. Bisher passt es soweit, ne? Würde ich sagen. Kriege, Verbündete, Hausmitglieder. Oh, komm. So. Bald geht's los. Bald geht's los. Ich bin halt schon recht alt. Jesus wird erwachsen. Und er bekommt scharfsinniger Intellektueller. Das ist nice. Dass hier immer steht, dass er kaum natürliches Talent für irgendwas zu haben scheint. Für Gelehrsamkeit. Doch ein echtes Verständnis für jedes Thema erlangen. Wow. Er hat immer eifrig gelehrt und ist ein richtiger Gourmand des Wissens geworden. In letzter Zeit hat er auch bewiesen, dass er fortschrittliche theoretische und theologische Argumentation verfassen kann. Nice, richtig nice. Und dieser hier, der Ernst, wird ein charismatischer Verhandler. Dank eines hervorragenden Verständnisses aller Art von Etikette, der Vertrautheit mit allen Formen der Unterhaltung und einer dazu passenden Eloquenz, dürfte er das Leben am Hof spielend meistern. Cool. Gut. Sehr gut. So. Wir kämpfen sie. Verlieren. Gewinnen. Easy. Belagerung gewonnen. Fertig. Forderung erzwingen. Tschüss. So sei es. So. Ja, dann geht's halt auch darunter. Hügelsfestung Innsbruck gebaut. Ich müsste nochmal nach Innsbruck gucken. Außenposten. Verteidigervorteil. Aufgebote. Grünes Land. Grubenarbeiten. Es gibt Geld. Geld ist immer gut. So, das muss ich abgeben hier. Morgenheim. Wer kriegt das? Wer bekommt das? Ein Ritter. Der hat sogar einen guten Verwaltungswert. Wieso auch nicht, ne? Verlobte können heiraten. Jesus und... Oh, das wird gut. Sehr schön. So, die mag mich nicht, ne? Ich habe einen Prinzen. Er ist ein Riese! Holy moly! Mein kleiner Nikolas. Ein Riese. Vererblich. Ich bin gespannt, was der so alles draufkriegt. Der kann schon mal kämpfen. Krass. Krass. Wenn ich das mache... Ist das gut? Was kann die denn? Ist nicht schlecht, ne?
Gewinnt Meinung von ihr? Ja, aber es ist egal, braucht sie nicht. Ob die mich mag, ist egal. Ich soll einfach nur Sex mit meinem Sohn haben und gut ist. Nein, mehr ist das nicht. Das Pontifikat. Ah ja, der lebt noch. Der mag mich nicht. Ja, Grundzurückhaltung. Die hat viel Geld, genau wie ich. Wir sind reich. Wir sind so reich. Was mich mal interessieren würde, wäre zu wissen, wie geht's denn da oben in Durham meiner guten Tochter? Sie kämpft gegen Graf Asso von Konstantina. Hallo, ich wollte mir das anschauen, nicht wegklicken. Ja, 2000 Truppen. Ach so, die ist da dabei. Ach, keine Ahnung. Okay, das haben wir belagert. Jetzt hier weiter. Das ist meine andere Armee. Kommt noch. Tiers. Wo liegt das? Da drüben, Leute. Uff. Diese Schlachten immer, Leute. Das ist krass. Es geht aber recht zügig hier, ja. Also erstmal gewinnen wir den schnell und dann gewinnen wir den anderen schnell. Ich werde gerade nicht überfallen und nix, das ist sehr schön. Das hier gehört uns, guck mal, das haben die selber gemacht. Das war nicht ich hier, Kassel und so weiter. Das hat sich der selber geholt. Interessant. Das ist halt auch cool, wenn man dann guckt, okay, die Verbündeten müssen selber kämpfen, Länder halten, also die Vasallen auch und. Das ist schon heftig. Ich habe ein Herzogtum von Curentia, das zu mir gehört. Interessant, wusste ich gar nicht. Ha. Ein mitfühlender Lakai. Tochter von Graf Asse wurde von mir während einer Belagerung gefangen. Ja, geil. So, wo stecken die jetzt? Da? Da hinten und da oben. Okay, gut. Okay, so, der nimmt jetzt gleich an. Fraktion geschaffen. Populisten, ist das so egal. Populisten sind nicht wirklich schlimm. Euch zurückziehen. Festmahl. Untertan abpressen. Schauen wir mal. Und ein Festmahl können wir dann auch noch machen. So, Vavano. Ich halte Schrecken. Meinung Höfling. Das ist egal. Nee. Auch ein niedriger Adler sollte so viel Ehre und Pflichtbewusstsein haben. Meine Höflinge leben im Grunde ja von meiner Großzügigkeit. Ja, das ist ein Ritter. Auf Höfling. Ja, aber die sind ja eigentlich scheißegal aktuell. Wie lange geht das? 10 Jahre. Oh, geselliges Beisammensein. Willkommen, Leute. So sei es. Gut. Was kämpfen die da so klein? Check ich nicht. Geschmackvoll beleidigend. Während Gericht um Gericht in die große Halle gebracht wird, erreicht mich ein unverkennbarer Geruch und ich lächle, dass mein Vasall Graf Malot Baudas, der so kacke ist, der Zitrone nicht verträgt. Habe ich dem Koch gegenüber leider nicht erwähnt. So, ich könnte ihn jetzt retten. Ein schwerer gesundheitloser Malus. Easy, wenn er stirbt, das wäre nice. Ich meine, sein Haupterbe mag mich noch weniger, aber ist mir egal. Tschüss. Geil. Ja, ich verhalte mich gerade nicht sehr nobelig, aber egal. Haushaltsbemühungen und Anspannung. Reynolds sitzt am großen Tafel an der großen Tafel neben mir. Alles ist vorbereitet. Ich drücke ihre Hand und lächle sie an, ehe ich mich erhebe und das Fest mal für eröffnet erkläre. Was hat sie denn Schönes gemacht? Sie hat sich alle Mühe gegeben, dass alles reibungslos abläuft.
Das Essen ist rechtzeitig da, die Gäste sitzen am richtigen Platz. Jeder ist zufrieden. Cool. Und diese Haushaltsbemühungen. Hat viele Kinder zur Welt gebracht. Das hat sie wirklich. Bis zum nächsten Mal. Ich erhalte die Eigenschaft berühmte Frohnatur. Jeder Gast erhält 20 Meinungen. Easy. Berühmte Frohnatur. Das ist ja noch geiler. Hat sich aufgelöst. Easy. So, wo geht's weiter? Weiß es gar nicht. Da hinten hin. Ist halt so dumm. Damenarmee ist benachbarter Herrscher verlor Krieg. Herzog Prech hat einen Krieg verloren. Sieger, Eroberung von Grafschaft. Das ist so egal. Mein König, ihr seid derzeit im Besitz von etwas, was mir gehören sollte. Mit diesen Worten ist mein sorgloser Vasall Graf Malobau das an mich herangetreten und besteht darauf, dass ich ihm den Titel Grafschaft von Regensburg gewähre. Du magst zwar Grafschaft, das ist ein fallen gelassener Anspruch. Außerdem. Warte, warte, warte. Welche Grafschaft will der? Regensburg? Nee. Ja, mal sehen, was ich da machen muss. Na, schauen wir mal. Irgendwann, vielleicht, wer weiß. Hallo, ich gebe doch nicht Regensburg auf. Das ist eine wertvolle, sehr wertvolle. Mir muss ja auch was gehören. Hallo? Also bitte. Zwölf. Diese Leute immer. So, da brennt's. Das heißt, ich kann da hochgehen. Ich könnte die Armee noch mal halbieren. Und mit der anderen Armee gehe ich irgendwie da hoch, weil da brennt es auch. Ja, genau. Ich habe einfach mehr Truppen, ne? Was ist das denn? Verlor Krieg, verlor Krieg. Könnt ihr mal aufhören, da um Kriege zu verlieren? Wie wär's mal, wenn ihr gewinnt? Leute. So, wie lange noch bis Festungsmauern fertig sind? 25 Jahre. Uff, das dauert lange. Regensburg gehört mir. Wir müssen den Übeltäter finden. Immer. Mein Ratspitzel ist, wir wissen noch nicht wer, doch jemand spielt Komplott, um immer zu ermorden. Mein Ratspitzel. Jetzt steht hier da doppelt da. Okay. Ja, das sollten wir uns angucken. Sag ich mal. Ja. Mach, whatever. Ansbach kann man noch verbessern. Gut. Ich muss halt die Motten bauen. Aber dafür brauche ich Donjon. Und für Donjon brauche ich das da, glaube ich. Die Festungsmauern. Ja. So, könnten meine Ratsmitglieder hier noch irgendwo Kultur fördern? Da zum Beispiel ein bisschen bayerisch. Ich habe ja jetzt Geld. Und Truppen habe ich gerade auch ganz gut. Ja, das wäre mein Eichstätt noch ein bisschen helfen. Das sieht gerade sehr schlecht in Eichstätt aus. Ja. Ulm wird ja von alleine besser, oder? Ulm? Hallo? Ulm? Hallo? Ulm? Ja, easy. Aber Eichstätt? Gefährlich. Grundwehr. Da helfen wir ein bisschen nach. Die ist tot. Stimmt, mit der wollte ich auch noch irgendwas machen. Verstarb an Alter. 72 ist die geworden. Nicht schlecht. Der gehört jetzt zu mir. Ja. Cool. Easy. So, weiter geht's. Das haben wir bald. Boah, das dauert lange. Das dauert wirklich lange. Da ist das doch was wert, oder? 30 Blaus. Okay. Naja.
Was ist denn da alles drin? Der hat eine Burg 1, Motte, aber Festungsstufe 7. Du meinst jetzt Motte einfache Erdwelle. Geben plus 4. Aha, okay. Klar. Komplott bei Hofe. Oh oh. Königin Ramond wird als Agent im Mordkomplott gegen Inna bloßgestellt. Okay, ihr mögt euch nicht, aber was soll das? Die ist noch immer schwanger, oder? Nicht mehr. Die ist... Alter, das ist schlimm. Sie hat zwar einen Anspruch auf irgendwas, aber im Ernst. Das Ding ist, wenn ich die jetzt einkerkere, dann hilft die mir nicht mehr mit der Domänenverwaltung. Und das brauche ich halt. Ich lasse dir halt alles durchgehen, ne? Aber bloßstellen können wir sie. Das ist zwar eigentlich nicht gut für meinen Hof und mein Haus und blablub, aber... RIP halt, ne? RIP. Hier sind viele Leute gestorben. Auf dem Weg dorthin. Ach, die sind darbend. Okay. Oh, well, well, na dann, okay. Na, ist halt so. Ketzerei. Oh mein Gott. Belagerung gewonnen. Wo ist denn dieses Trias und alles? Spoletto. Ist da unten? Ja, gut. Also. Nö, weiß auch nicht. Ich geh mal heim. Ist das schon fertig? Oh wow, okay. Dann gehen wir mal wieder nach Hause. Das dauert auch lange wieder. Warte. Die Gläubenrüstung zum Krieg, okay. Kreuzzug um Königreich von England. Schon wieder England. Gut, dann go. Okay, da ist zwar Überfallzeugs, aber die machen gerade nichts. Schon wieder ein leerer Ratsposten. Okay. Gertrude. Halten wir jetzt das Ziel? Angreifer kontrolliert Kriegsziel. Was ist denn das Kriegsziel? Befreiungskrieg. Aha. Was ist denn beim Befreiungskrieg das Kriegsziel, Leute? Da wird gekämpft. Das gewinnen die aber, hoffentlich. Oh, knapp. Aber es sieht gut aus. Okay. So, Schlacht gewonnen. Gibt wieder Punkte. Gesetz da freundlicher. Kriegspunkte plus 20%. Okay. Das Kriegsziel. Muss ja dann Stiletto oder Trias sein, mal gucken. Ein Ritter. 60. Alter Sack. So, um jeden Preis. Titel. Verkauf. Was macht das? Prestige für Gold kaufen. Ich erhalte... Niedere Titelverkauf. Ein Titelverkauf hat unvorhersehbare Folgen. Ja eben, will ich jetzt gar nicht. Philipp wird erwachsen. Wohlstandsstifter. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Okay. So. Der kann heiraten. Dann guck mal doch mal. Du bist ein Wohlstandsstifter. Du bist ziemlich solide. Wie wär's denn, wenn wir jemanden finden, der vererblich gut und Bündnis macht? Schlau, die ist jung.
Und 1000 Truppen. Wo steckt der? Da hinten. Oh, ja, Französisch. Kerngesund. Kleiner Bonus. Gesundheit. Anziehungsmeinung. Und er ist... Er ist ein ehrlich, nachsichtiger, aber feiger Typ. Sie ist tapfer, sprunghaft, arrogant. Bescheiden. Tapfer. Ist er feige? Ja, dann ist nicht gut. Tapfer und feige geht nicht gut zusammen. Okay. Schauen wir mal, was du damit anstellst mit der guten. Bald. Weit weg. Nope. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich... Soll ich sie einfach alle rausschmeißen? Ich meine, der Typ, der... Ja, nein. Der hat kein Geld. Für einen Gefallen. Das ist ein Druckmittel. Ein schwaches Druckmittel. Sie ist halt nur... Gefangener. Der hat halt kein Gold. Der hat viele Männer. Schmeiß mal die Leute raus. Irgendwann wird's Zeit. Rivale. Ja, das kann der vergessen. Werden die sich nie leisten können. Deswegen ist halt einfach so. Ach, scheiß drauf. Komm, alle raus. Alle raus. Ist egal. Alle raus, alle raus, alle raus. Alles raus aus meinem Kerker, alles raus. Schauen wir mal, ob wir auf die 4000 hochkommen. Ja, Geld, 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 Geld. Noch ein Geld. Geld, 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 Geld. Alles raus, alles muss raus. So. Tugendhafter Bischof gefeiert. Eifer wurde erhöht und wir erhielt, der erhielt Frömmigkeit. Das ist doch mal was. Endlich mal was Positives hier. Gewann Krieg. Schön. Oder nicht gut. Mal sehen. So. Schon wieder ein leerer Ratsposten. Wahrscheinlich ist der jetzt gestorben. Geh mal weg. Geh weg. Höfling, Akne, die mag mich nicht. Vasall. Dann macht der das jetzt. Der mag mich nämlich, das ist schon mal ganz gut. Hey, warte, 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 wieso haust du ab? Bleib doch stehen. Hallo, wow. Das war jetzt gefährlich. Das war jetzt sehr gefährlich. Hilfe. Gefährlich ist, dann kommt sie weg. Ja, kannst du freikaufen, bitteschön. Wenn du das denn möchtest, ne? So. Ziehen wir uns wieder zurück. Offenbart das Geheimnis. Was da denn schon viel? Graf Heribert soll eine Affäre haben. Ein Mitglied des gemeinen Volkes. Dies ist ein Akt der Tyrannei. Ihr verliert Hingabestufen. Ihr ist ein Höfling. Ist geschehen. Warte, warte, warte. Aber wenn ich das mache, verliere ich Hingabestufen. Und ich bin super fromm, mega toll.
Nee. Verbrechen ist Verbrechen. Bin ich jetzt runter? Nö. Ich hätte das nochmal lesen sollen, das war dumm. So, die haben sich komplett aufgerieben und jetzt verkacken sie da, oder wie? Ihr seid lustig, Leute. Ein sehr komischer Krieg ist das hier. Das ist irgendwie... Jetzt haben wir es geschafft. So, endlich. Mach Ende. Lösegeld. Kann sich nicht leisten. Hat die denn was? Nee, komm. Tschüss. Raus. Gutes Geschäft. Raus. Komm, mach schon. Ich will die Truppen auflösen. Da alles gekämpft wird immer. Ihr seid ja nicht mal meine Religion. Ist aber egal. Das verlieren die eh alles. Von dem her, whatever. So, jetzt bringen wir mal meine Armeen nach Hause. Kreuzzug vor England. Genau. Deus Vult. Jetzt geht's los. So. Niederlage, so sei es. Kann mir egal sein. So. Kreuzzug. Boom. Kriegsende. Ungültig. Sehr schön. So. Wenn ich die jetzt auflöse, brauchen sie 3 Monate, bis sie wieder da sind. Das ist nicht so gut. So, die sind darbend. Ihr könnt, ja, warte, ihr könnt dorthin. Ihr könnt dahin. So. Meinung erhöhen, Titel vergeben, interessiert alles nicht. 4000 Gold. Ich würde sagen, ich mache jetzt Ende. Das ist ein guter Punkt. Wir sind wieder in einem Kreuzzug um England. Und wir stehen ganz gut da, das sollten wir gewinnen. Ich werde diesmal, glaube ich, nicht nach Schweden hochgehen. Da ist gar nicht mehr so viel zu machen. Sondern halt wirklich England. Ne? England einnehmen, um England kämpfen und dann sehen wir schon weiter. Das heißt, ich speichere hier ab, sag mal wieder danke fürs Zugucken. Moment, erstmal gucken, habe ich Aufnahme gemacht? Ja, okay. Sonst wäre es doof. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.